Heute dürfen wir uns wieder treffen. Zwar klein und fein, zu einem Wirtschaftstalk, wie es für einen Club wie dem unseren als Business Club auch geziemt. Wir freuen uns sehr, Herr Diplomkaufmann Michael Jäger, mit Ihnen ein Ass gewonnen zu haben, als Vizepräsident der deutschen Steuerzahler. Wir sind draufgekommen eigentlich, dass es uns in Österreich besser geht als den Deutschen. Wir haben eine höhere Pension, die Abgaben sind auch nicht viel höher oder eher niedriger als in Deutschland. Und unsere ökosoziale Steuerreform, die wir gerade erfahren haben, gibt uns auch wieder Zugang. Sie sagen unter Anführungszeichen die Marktwirtschaft am Ende. Wir glauben das nicht in Österreich. So, auch wenn die Wahlen, wie beispielsweise in Graz, eine andere Sprache sprechen, aber Sie werden uns da noch sehr viel mehr an Bezügen herstellen. Und in bewährter Manier wird uns unser Vorstandsmitglied Barbara Kollen, aber eigentlich auch ihre namhafteste Funktion als Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank kompetent begleiten und Herrn Diplomkaufmann Jäger moderieren. Aber schlussendlich ist Ihre Mitarbeit, Ihre Mitdiskussion gefragt. Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an die vielen guten Geister, deine Mitarbeiter Barbara Britt, Schier, unsere Frau Zöchling, weil ohne die wäre das alles nicht möglich, dass wir so zusammenkommen. Ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Dir schon ein Danke, lieber Johannes Wolf. Wir machen immer eine Presseinformation, aber keine Angst, es wird keiner namentlich zitiert. Und unser Wilhelm Daros sorgt immer, nur Sie, aber Sie dürfen korrigieren. Sie sind dabei, Sie dürfen. Und unser Wilhelm Daros hält uns immer wieder in schönen Bildern fest. Es gibt keine hässlichen. Barbara, the floor is yours, du darfst einbegleiten. Danke für euer zahlreiches Kommen. Danke. Danke vielmals, Frau Vizepräsidentin, liebe Renate Danler. Es ist eine Freude, endlich wieder hier Veranstaltungen im Hayek-Saal machen zu dürfen. Es ist nicht die erste, wir haben im Institut auch schon begonnen mit Live-Veranstaltungen. Wir waren schon in London und in Zürich vor gar nicht allzu langer Zeit, in London mit über 300 Leuten. Das war also überhaupt kein Problem. In Zürich waren wir so an die 100. Natürlich waren die Räumlichkeiten etwas größer als hier bei uns, aber wie gesagt, vor 14 Tagen war ich in Constanta mit 600 jungen Leuten bei einer Veranstaltung, also es geht langsam, Gott sei Dank, wieder normal. Wir sind alle getestet, geimpft, genesen, wie auch immer, das setzen wir voraus und es wurde ja auch geprüft. Der Herr Diplomkaufmann-Jäger ist genesen und geimpft, soviel ich weiß. Aber ich darf dann noch ein paar viel spannendere Dinge sagen zu Herrn Jäger. Der Michael Jäger und ich kennen einander schon, glaube ich, sehr lange. Wir sind Weggefährten im Kampf um niedere Steuern. Das ist also das Hauptthema, das der Michael Jäger die letzten, oder sein ganzes berufliches Leben als Unternehmer zunächst und dann eben in seinen diversen Funktionen im Bund der Steuerzahler, sowohl in Bayern als auch in Deutschland, aber vor allem in Europa. Aber er ist auch Vize in der World Taxpayers Organization, also ganz wesentlich trägt er dazu bei, auch die Information kundzutun, dass es doch vielleicht nicht ganz so vernünftig ist, Steuern zu harmonisieren weltweit, sondern ein gewisses Maß an Steuerwettbewerb aufrechtzuerhalten, um eben nicht race to the bottom zu haben im Sinne von Steuersätzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, mit dem ich das Vergnügen habe, mit dem Michael Jäger und dem einen oder anderen der CM Raum ja bekannt sein, unsere jährliche Hayek-Gala und den Hayek Lifetime Achievement Award und die große Konferenz, die wir jetzt dann zum zweiten Mal in der Nationalbank abhalten, über Austrian Economics, die machen wir auch jedes Mal gemeinsam mit dem Europäischen Wirtschaftssenat. Und auch in dieser Rolle ist Michael Jäger federführend, abgesehen auch von den europäischen Journalisten, die er zusätzlich auch noch im Mantel hat. So, jetzt haben wir mal im kleinen Umfeld, was aber
auch ganz wichtig ist, der Michael hat eine ganz eine gewaltige Stimme und ihr werdet das gleich hören, nicht nur in Bayern, sondern auch in Berlin, aber auch in Brüssel. Und die Dinge, die wir heute diskutieren und die uns der Michael heute näher bringen wird, betreffen uns in Österreich auch. Es sind zwar die Wahlen noch nicht bekannt, wann sie sein werden, aber als nächstes wählen zumindest die Franzosen im April. Das wird auch extrem spannend. Und das, was in Deutschland bei den Koalitionsverhandlungen herauskommen wird, wird natürlich auch ein Signal für Frankreich sein. Michael, the floor is yours, take your time. Der Michael hat gesagt, er hat bis um 17:30 Zeit. Morgen in der Früh, der Flieger wird um 17:30. Also der Diskussionsbedarf ist also nur. Wir haben auch dann später, wenn es dann lustiger werden wird, dankenswerterweise auch danke Frau Zöckling, wieder ein Buffet hergerichtet und für flüssige Nahrung gesorgt. Also Stärkung nicht nur für Geist, sondern auch für den Körper. Aber lieber Michael, schieß los und ich darf dann einfach nur moderieren beziehungsweise noch die eine oder andere kritische Frage anmerken. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn einer sich eine Frage nachher nicht stellen traut, bilateral, wie gesagt, ich bin bis um 17:30 da, können wir alles ausdiskutieren. Ja, und die Tätigkeiten bei mir natürlich, muss aber dazu sagen, ich habe 91 Examen gemacht und war mal Handballer und stand immer den Ball im Weg als Torwart und habe da mein Studium sehr breit angelegt gehabt. Und das ist der Hintergrund, dass ich eigentlich zum Bund der Steuerzahler gekommen bin, weil die haben jemanden gesucht, der so ein Generalist ist, eine komplett verrückte Stellenanzeige. Also ich habe Systemforschung studiert, Marketing, habe öffentliches Recht, was keiner so kombinieren würde. Und in Volkswirtschaftslehre auch noch die Diplomarbeit, wird auch kein normaler Mensch machen, aber das ging mal halt so von der Hand, neben meinem Studium. Und genau so einen Verrückten haben die gesucht, der noch Englisch spricht und ein bisschen Französisch und so. Kam ja 91 zum Bund der Steuerzahler als Vorstandsassistent und ich wollte 2 Jahre bleiben. Ist ein bisschen länger geworden. Das muss ich auch sagen, wirklich von Herzen ist, wenn ich es neben meiner selbstständigen Tätigkeit sagen darf und den ehrenamtlichen Sachen, die ich noch mache, ist das die Tätigkeit, die mich am meisten mit Freude erfüllt, wenn man einfach was bewegt. Ich bin ein Marktwirtschaftler, ich bin jetzt nicht Hardcore-Schumpeter von Mises, Hayek, also in der reinen Lehre, dass ich sage, Flat Tax ohne Existenzminimum, also ich bin dieser sozialen Marktwirtschaft, diesem Gedanken eigentlich schon verpflichtet und fühle mich da auch zu Hause. Und auch die Frage der Demokratie, ich bin sehr europakritisch, auch in Bayern, bin selber, kann man nachlesen, ist kein Geheimnis, ich komme aus der CSU-Familie, war da mal im Gemeinderat bis letztem Jahr und dann habe ich eigentlich die wesentlichen Dinge nach 10 Jahren Tätigkeit erkannt, die sind jetzt erledigt und es kostet auch viel Zeit und es gibt Junge, die unglaublich ehrgeizig sind, aber dann sollen die das bitte machen. Ich bin aber noch im Ortsvorstand, da bin ich noch aktiv, um ein bisschen zu moderieren, aber die Tätigkeit, das was ich erreichen wollte, hat man da, ist auch ein Ehrenamt erreicht für die Allgemeinheit, für ältere Menschen, aber auch für Schüler und im sozialen Bereich einiges haben wir verändert und vor allem auf den Haushalt aufgeschaut, weil ich mich auch da über viele Dinge geärgert habe. Und wenn du halt selber aus einem mittelständischen Unternehmen kommst, so wie ich es kam, dann hast du einen anderen Bezug zur Wirtschaft. Dann verwechselst du in der Regel Umsatz mit Gewinn nicht. Ja, und bei uns gab es halt noch Lohntüten, mein Vater hat Lohntüten ausgezahlt und da hat es Weihnachten bei uns mal nichts gegeben, wenn es mal knapp war, erst haben die Mitarbeiter das Geld gekriegt und er hat den Sohn von einem Mitarbeiter, der straffällig war, eingestellt, weil er soziale Verantwortung hatte. Also ich bin da mit der Mutter mich aufgewachsen und das muss man wissen, aber auch sehr, sehr hart, also auch durch den Leistungssport, wo Leistung zählt und Leistung muss sich honorieren und das ist so ein Aspekt, das muss man wissen, wenn man mit mir diskutiert. Ich bin sehr fair und sehr direkt. Und wenn einer ein Feind ist und rational nicht zugangsfähig ist, dann macht es auch nichts, aber dann muss er sich meine Argumente auch anhören. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Das, was ich sage, kann ich gerne auch dann später zur Verfügung stellen. Da gibt es immer irgendwelche Grundlagenpapiere, weil ich auch viel publiziere. Das ist auch wichtig, dass man so Sachen auch für einen Faktencheck kann. Jeder kann immer überprüfen, da lege ich mir großen Wert drauf. Also ich habe da kein Problem damit. Zitiere auch die WKÖ, wenn es Zahlen sind, nicht selber von mir oder von der OECD, also weniger unsere eigenen Institute. Weil da könnten wir sagen, haben wir sehr schön die Recherche gemacht. Und traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nein, ich zitiere andere Zahlen. Auch die ich jetzt zitiere nachher, die können Sie alle verifizieren. Zur Wahl, die Barbara hat es schon gesagt, und es ist schon eine Schicksalswahl. Und ich muss sagen, ich bin wirklich viel gerannt. Auch wenn ich mit vielen Dingen in der CSU, auch mit dem Werden, mit dem Kanzler, wie das jetzt war, mit dem Laschet, da kann man viel jammern. Aber es nutzt ja nichts, man hätte irgendwann einmal aufhören müssen. Na, und das ist halt leider so. Und das hat andere stark gemacht.
Ja, und das ist eine sehr unglückliche Situation. Und am Schluss war es tatsächlich so, Rot, Grün, Rot war in Deutschland machbar, also mit den Linken. Und die Programme, ich habe bei auf der Steuerzahlerseite steuerzahler-bayern.de, die sind jetzt auch noch drauf, habe ich die Wahlprogramme mal analysiert. Ich habe es so mal mitgebracht, dass man sieht, wie ich das gemacht habe. Blau ist immer so Steuersenkungen, was wir mit dem Steuerzahlerbund gut finden, und Finanzen. Und Rot sind die Erhöhungen, das sind die schlechten Dinge, wo wir sagen, das passt eigentlich nicht. Das haben wir für die verschiedenen Konstellationen gemacht, um es auch über alle Parteien, die eigentlich eine theoretische Chance hatten, im Bundestag zu kommen. Also da ist die PDS mit drin, die Freien Wähler auch mit drin. Die Freien Wähler haben es nicht geschafft, aber sie haben eine theoretische Chance gehabt. Das habe ich einfach mal kombiniert, dass man die Programme gegenüberstellen kann, ohne Wertung. Natürlich, ich vertrete die Steuerzahler, ich sage das auch immer wieder, natürlich vertrete ich die Steuerzahler, das sind meine Mitglieder. Auch der Europäische Wirtschaftssenat, irgendjemand muss das alles bezahlen. Das vergessen die Menschen. Ich kann natürlich Schulden machen und sagen, ja, Innovationen, für Innovationen mache ich jetzt Schulden. Aber sie müssen irgendwann alle Schulden, die sie öffentlich machen, irgendwann mal zurückzahlen. Und das geht über Wachstum. Wachstum ist endlich, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, wenn man eine Zäsur hat wie mit Corona, kann das externe Effekte geben, und das muss man einfach wissen. So, und mit dem Thema muss man auch umgehen lernen. Und deswegen bin ich da auch immer dahinter gewesen, dass man die richtige Balance zwischen Steuern und Ausgaben findet. Also wir schauen natürlich schon dem Staat auf die Finger, wir machen halt die öffentliche Verschwendung, das so nennt sich Schwarzbuch, kommt im November wieder raus, kann ich dir gerne ein paar, mal 50 Exemplare schicken, wenn ihr das dann habt, oder digital gibt es jetzt, muss ja als E-Book auch geben mittlerweile, aber ich habe lieber so Zeug, das ist für mich eine andere taktile Qualität. Also es ist was anderes, das gibt es auch so schön ähnlich dann halt in Schwarz. Da sind die schlimmsten Verschwendungsfälle drin, das sind 30, 40 Milliarden pro Jahr. Und damit könnt ihr eine wunderbare Steuersenkung, eine wunderbare Reform allein in Deutschland finanzieren. Wie gesagt, wir sind mit einem blauen Auge vorbeigeschrammt an Rot, Grün, Rot. Und das ist, Gott sei Dank, dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen. Die Linken haben 4,9%, eigentlich brauchst du bei uns 5. Aber bei uns gibt es so eine Regelung, wenn du 3 Direktmandate hast, dann verfallen deine Stimmen nicht. Das ärgert mich als Demokrat jetzt wahnsinnig. Ich hätte ihnen die 3 Direktmandate lassen. Also ich wäre dafür eine Wahlrechtsreform. Wenn ich eine 5% Hürde habe, ja, dann ist eine 5% Hürde eigentlich. Die gibt es aber bei uns faktisch nicht. Wenn du 3 Direktmandate hast, leben diese Stimmen auf. Und deswegen sind die jetzt weiter mit 35 mit Fraktionsstärke vertreten. Aber das ist auch ein Thema, was man auch mal angehen müsste, weil es natürlich echt für mich persönlich eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn ich eine Hürde aufbaue, dass ich dann die reiße und dann habe ich trotzdem nicht verloren. Und in der Finanzierung genauso. Also ist das aus meiner Sicht eigentlich dann demokratisch mal zu hinterfragen vom Wahlrecht. Auch die Größe mit 735 Abgeordneten, da sind wir mit dem Steuerzahlerbund lang dahinter. Wir hätten auch 900 haben können, also mehr als der Kongress, wenn es jetzt schlecht gelaufen wäre mit den Überhangmandaten. Und dann ich bin auch nicht der Meinung, je mehr Abgeordnete wir haben, dass das alles besser wird. Auch die Kommission, je mehr Leute du hast, heißt das, dass die Qualität der Arbeit besser wird. Also knapp vorbeigeschrammt, und klar ist auch, die Gewinner dieser Wahl sind die FDP und die Grünen. Das muss man einfach so sagen. Der Scholz hat schon seine Zugewinne, natürlich er auch als Person. Als Person. Ja, aber die FDP und die Grünen als Partei, und in der FDP ganz klar natürlich der Christian Lindner. Christian Lindner hat eine stärkere Position, als er vorher hatte. Der ist natürlich in einem gewissen Auftreten, und er hat eine gewisse Medienpräsenz. Der geht da auch gerne rein, hat diesen Part mit dem Kubicki auch zusammen, wobei Kubicki eine andere Persönlichkeit ist, ein anderes Profil. Nur Christian Lindner umschwärmt. Also die Frauen fallen da reihenweise um, jetzt sogar mit seinem Bart, und alle mögen den Christian Lindner, und natürlich der Kubicki, fachlich, was Steuern angeht, unantastbar als Steuerberater. Und bei den Grünen ist es der Habeck. Der Habeck wurde auch rasiert, der ist dem Gender-Ding zum Opfer geworden. Der wäre eigentlich der potenziell bessere Kandidat gewesen, aber man hat halt den genommen, der halt in der Grünen Partei auserkoren war. Und ich bin ein Leistungsprinzip, und wenn es 5 Frauen sind, ist mir auch wurscht. Aber in dem Fall muss ich sagen, war es vielleicht für uns gar nicht so schlecht für die Demokratie in Deutschland, weil damit haben die auch verloren. Und da muss man natürlich auch sagen, SPD extrem geschickt gemacht. Die haben wir das auch nochmal rausgesucht beim Parteivorsitz. Hatte der Scholz in dem Tandem 22,68%. Der hatte zwar mehr als Borjans Eskens, und dann sind die in die Stichwahl gegangen. Das hat jeder bis vielleicht sie auch vergessen. Und da hat er verloren. Und
der ist Kandidat worden, weil sie eigentlich keinen anderen qualifizierten, bekannten Kandidaten hatten. Den Schulz haben sie schon einmal verbrannt, den hätten sie nicht nochmal rausziehen können. Und keiner wollte gegen eine starke CDU-CSU und wahrscheinlich gegen den Habeck kandidieren. Und dann haben die den Scholz laufen lassen. Der war im Windschatten erstmal. Wurde nicht beachtet, nicht ernst genommen. Was natürlich brandgefährlich ist, in Hamburg hat er sich da auch schon mal durchgesetzt. Das hätte man eigentlich wissen können. Und dann kommt etwas, die haben sonst immer einen Selbstzerfleischungsprozess gehabt. Das gibt es auch in Österreich in der Parteienlandschaft. Es gibt ja also der Freund, Feind, Parteifreund, also das ist im negativen Ranking, das ist die Steigerung. Da haben die nichts mehr gesagt. Also sie haben den Kühnert nicht gehört, der komplett Linker ist in der SPD. Von Bojans nichts gehört. Und von Eskens, erst wie die Wahl eigentlich entschieden war, sind die auch wieder in Talkshows gegangen. Und der Scholz hat eine Teflonbeschichtung. Cum-Ex, alles ist an dem abgeprallt, weil die Medien ihn auch nicht hinrichten wollten. Der ist doch nicht am Schafott, der hat viel Dreck am Stecken. Ich bin mir auch sicher, die Medien werden das rausziehen, weil Berichte geschwärzt wurden, auch offiziell aus Datenschutzgründen. Das ist ja alles zurückgehalten worden. Also das ist auch noch nicht, die Messe ist noch nicht gelesen. Wenn der Bundeskanzler wird, dann ist es natürlich auch interessant für die Medien, zu gucken, wie weit sie gehen können. Entscheidend war, dass die Ruhe gegeben haben. Der ist im Windschatten gelaufen. Die Baerbock hat selber einen Bock nach dem anderen geschossen. Ja, das ist ihrem Namen, hat sie da alle Ehre gemacht. Ja, und hat sich selber aus dem Rennen rausgeschossen. Das ist immer noch alles nicht eine Stärke vom Scholz gewesen. Und dann kam dieser unsägliche Streit um den Kandidaten in der CDU-CSU. Wirklich unsäglich. Die CDU-CSU-Fraktion wollte den Söder. Die Basis wollte den Söder, die Mehrheit der Bevölkerung wollte den Söder, der Schäuble und der Vorstand der CDU wollten den Laschet. Und die haben alles gemacht, die haben sogar die Vorstandssitzung vorgezogen, was Söder nicht wusste. Und er wäre in die Fraktion gegangen, hätte die Fraktion für ihn gestimmt, also ist die Vorstandssitzung vorgezogen worden. Und dann hat man ihn vor eine vollendete Tatsache gestellt. Und dann ist natürlich der nächste Fehler, du bist als Kandidat ausgeschieden, warum auch immer, dann hätte man reinschließen müssen, wie in einem Vorstand. Ist bei mir auch so im Vorstand, ich wäre stinksauer, wenn nach draußen was tritt. Wir können uns intern hackeln und unterschiedlicher Auffassung sein, aber wenn du dann zu einem Ergebnis kommst, musst du eigentlich nach draußen gehen und musst es vertreten. Und das, was die SPD früher so schwach gemacht hat, hat die CDU-CSU kopiert. Immer ist irgendetwas gekommen. 14 Tage vor der Wahl, Markus Blume, ich schätze ihn sehr, Generalsekretär, ich kenne einen guter Landtagsabgeordneter, kommt halt im Fokus nochmal Zitat, mit dem Söder wird man besser dastehen. So, und dann hat natürlich auch der Laschet den Fehler gemacht, bei dem Hochwasser, dass er gegrinst hat. Da müssen Sie jetzt wissen, der Bundespräsident hat auch gegrinst, alle anderen haben auch gegrinst. Warum? Weil sich ein Journalist in Schlamm geschmissen hat, sie angegrinst hat und dann ein Bild im Schlamm liegen gemacht hat, weil er vorne ein Bild machen wollte. Das war natürlich ein Fehler, dass man da lacht. Die Verknüpfung, wie oft, ja, ich war selber jetzt auf einer Beerdigung und du ja, hast ja auch leider das Problem von meinem Büroleiter, ich konnte jetzt da nicht lachen, habe ich auch geguckt, weil ich das wieder im Kopf hatte. Natürlich gibt es Leute, gibt es Momente, wo du lächelst, wo du einfach da abschaltest, aber aus dieser einen Situation hat man den Laschet wirklich ans Kreuz genagelt. Ab dem Tag war der von der Presse unten durch und immer wieder ist es hochgekommen. Und dann kommt das Nächste, was sie bei der letzten Wahl schon hatten, mit dem Influencer, wo sie auch zu lange gebraucht haben, bis der Laschet gesagt hat, das war jetzt Kacke von mir, das war einfach blöd. Da hat sie einer in Schlamm geschmissen, wollte ein schönes Bild machen, hat mir angegrinst, ich habe zurückgelächelt, ich habe das komplett aus dem Blick genommen, das tut mir unendlich leid. Das hätte er 2 Stunden später sagen müssen, dann wäre das nicht mehr hochgekommen. Aber so hat es immer wieder kommen können und das Image Laschet, und dann wurde der Laschet ist lasch, der will nicht, der ist nicht aggressiv, der kann nichts. Und erst am Schluss, auch die Merkel hat dann zu spät im Wahlkampf für uns eingegriffen, und erst am Schluss hat er aufgeholt und hätte die Wahl noch 14 Tage, 3 Wochen später stattgefunden, hätte er es auch noch packen können. Aber die Wahl kam halt dann, da war es rum, und auch mit den Brieffehlern entscheiden sich sehr viele mittlerweile bei uns, auch für die Briefe war das Thema erledigt. So, und jetzt haben wir halt die Situation, die es so noch in dieser Form noch nie gegeben hat, dass die FDP und die Grünen als Juniorpartner sich vorher treffen. Und wenn die sich einigen würden, ich kann nachher auch sagen, was ich glaube, was dann käme, dann entscheiden die, wer unter ihnen Kanzler sein darf.
Und die gehen dann dahin, wo das größere Druckpotenzial ist, wo sie ihre Ziele leichter durchsetzen können. Und in den Wahlprogrammen müssen Sie wissen bei uns, dass natürlich die CDU-CSU mit der FDP viele Schnittmengen hat. Ja, also was Steuererhöhungen, Dinge angeht, die wir alle nicht wollen. Wir sind eigentlich für Steuersenkungen, wie die FDP. Die CDU-CSU, wie es auch sagt, wir können das aber nicht, was so, kann ich nach meinem Europateil erklären, dass das so alles nicht stimmt, dass das einfach eine Lüge ist, dass der Scholz auch hier lügt. Das kann man auch gerne zitieren. Wenn einer behauptet, wir haben Einnahmeproblem, dann lügt er. Kann man mich gerne zitieren, weil ich es belegen kann. Können Sie auch selber nachschauen, habe ich kein Problem. Ja, und dass dann praktisch jetzt nicht sicher ist, was tatsächlich am Schluss rauskommt. Ja, wenn Sie jetzt Scholz, also Rot, Grün, Gelb haben, ist die FDP die beschränkende Größe, die entscheidet, ob diese Koalition platzt oder nicht platzt. Ja? Und deswegen einigen die sich vorher, weil sie beim letzten Mal ist ja die FDP unter die Räder gekommen, da wurde ja der Christian Lindner auch massiv angegriffen. Ich weiß es aus persönlichen Gesprächen mit ihm und anderen, die dabei waren, dass eigentlich die Merkel vorher schon alles mit den Grünen verabredet hatte und die FDP das abnicken hätte sollen, was natürlich nicht geht. Und dann hat er das platzen lassen. Das ist aber so nie kommuniziert worden. Und diesen Fehler wollte der Lindner nicht nochmal haben, dass er praktisch in die Sandwich-Position, keiner möchte Käse im Sandwich sein, ne? Das möchte keiner, kommt von oben, von unten Druck. Und deswegen machen die was Neues. Die haben die ersten Sondierungsgespräche geführt. Es hätten auch die Gespräche mit der CDU-CSU vor der SPD stattfinden können, aber der Söder hat zu einem Bezirksausschuss müssen, wo immer sagen muss, geht's noch? Am Samstag und am Freitag, ja, geht es noch, wenn mir die FDP anbietet, wir führen zuerst die Gespräche und jetzt haben sie halt danach geführt. Also das ist schon hochinteressant, da steckt auch politisches Kalkül dahinter, ja, individuelles Kalkül möglicherweise und eigentlich müsste man geschlossen auftreten. Das hat der Lindner heute auch gefordert, sagt er, will die CDU überhaupt regieren, die CSU, dann müsst ihr auch euch klar dazu bekennen. Weil dann kann ich mir die Mühe ja sparen. Weil natürlich hätte er mehr Schnittmengen und dann wären aber die Grünen die beschränkende Größe. Bei uns gibt es Placebo-Diskussionen um die Geschwindigkeitsbeschränkung. Wir haben 20-30% der Autobahnen sind frei. Ansonsten hast du Leitsysteme und Beschränkungen. Ja, und das sind halt so Pseudodiskussionen. Wir haben aber teilweise ganz wesentliche Themen, wenn es um Steuererhöhung geht, Vermögensteuer, Lastenausgleich wie nach dem Krieg. 40-50%, was die Linken ja wollten, dass praktisch jeder sein Vermögen 50% Steuern aufzahlen soll, einmalig, und dann kannst du es 30 Jahre lang abzahlen, so wie nach dem Krieg, bloß das eine war halt, alles war kaputt und du musst es wieder aufbauen und wir haben Corona, und da finde ich schon einen gewissen Unterschied, wenn ich auch die Vertriebenen und alles, was mal passiert ist in Europa, gleichsetze mit einem Covid-Ausnahmefall. Ist schon was Unterschiedliches, also was ganz was anderes. Das droht uns auch mit der Erbschaftssteuer und da kommen auch Dinge, die auf den ersten Blick, ich meine, wir haben die Wahlprogramme analysiert, das war irre viel Arbeit, die waren auch lange nicht am Tisch im Übrigen, das ist auch eine Riesensauerei, dass die halt sehr spät raus sind und es war auch ein Wahlkampf eigentlich ohne Inhalte, also CDU, CSU, weiß nicht für was die standen, eigentlich für Streit, für Differenzen, Laschet kann nicht, Söder will und wie auch immer, Habeck hat sich zurückgehalten, das hatte ich jetzt gern gemacht, aber natürlich, wir haben entschieden, dass die Kollegin das macht und die hat ihre Bücherprobleme gehabt und andere Probleme gehabt und der Scholz war der Teflon-Scholz, der hat eigentlich, ich kann Kanzler, Respektrente und wenn Sie sich die Bilder anschauen, das ging in Richtung Adenauer, Schröder, das war extrem geschickt gemacht, wirklich geschickt gemacht, ja, und die FDP hat Inhalte vermittelt. Auch die Grünen haben Inhalte vermittelt, weil die einfach gesagt haben, es gibt drei wichtige Themen, Klima, Klima, Klima. So, das war denen ihre Roadmap. Und die FDP hat es über Marktwirtschaft versucht. Und das, was ich auch ganz spannend finde, ich habe es irgendwo auch hier dabei, bei den Jungwählern hat die FDP tatsächlich auch 25%. Und auch die Grünen haben bei den Jungwählern, also was interessant ist, man könnte sagen, die haben ja verloren, das ist eine Generation, die eigentlich nur Fridays for Future macht, das stimmt so nicht. Die alten Parteien haben die verloren. Der Scholz ist als Ikone dargestellt worden. Das können Sie medienmäßig, wenn Sie im Zeitablauf mal Google einstellen und schauen sich das an, dann sehen Sie, wie der aus dem Schatten rauskam und immer mehr stilisiert wurde.
Man hat auch die Wahlinhalte von der SPD, die auch eine Erhöhung der Steuer wollen, die EU-Folgen wollen, die Haftungen wollen. Das ganze üble Zeug, was eigentlich Marktwirtschaftler Dauerdurchfall verursacht und Investitionssorgen macht und sagt, ich möchte mit meinem Kapital weg aus Deutschland, dafür steht die SPD eigentlich. Dafür stehen die Grünen. Und deswegen wird es mega interessant. Und meine Prognose ist, wenn es Rot, Gelb, Grün gäbe, dann werden wir eine gewisse Entlastung bringen, um die 50.000, 60.000 Euro. Dann werden wir den Spitzensteuersatz 3% raufgehen und die Reichensteuer dann nochmal 3%. Wir sind bei 42% jetzt. Bei 45% war die Reichensteuer. Das wird um 3% mindestens angehoben. Und man entlastet in der Mitte ein bisschen. Es wird aber dann keine Verschärfung der Erbschaftssteuer geben und es wird keine Vermögensteuer geben. Und die Vermögensteuer ist eine Substanzsteuer. Und das ist natürlich auch unfair, wenn ein Scholz sagt, es ist ja nur 1% und nur 1% der Bevölkerung ist betroffen. Das ist ein Schwachsinn. Weil wenn du halt Vermögen hast in Aktien und es wird zum Stichtag bewertet, dann musst du auf dieses Vermögen Steuern zahlen. Und wenn du die Aktien nicht verkaufen willst, musst du es aus der Substanz bezahlen. Und wenn du Grund und Boden hast, was ja auch viele Leute haben, ja, dann musstest du aus der Substanz bezahlen. Und wenn ich einen Freibetrag habe, 1 Million, 2 Millionen, in München kostet der Quadratmeter 2.000 Euro unbebaut. Bei mir in meiner Ecke noch ein bisschen mehr, ich bin am Rand von München. Und wenn du ein Grundstück mit 1.000 Quadratmeter hast, was es teilweise gibt, das ist nicht besonders viel, du kannst es nicht einmal teilen, weil der Bauplan so ist, dann hast du einen Wert schon mal umgebaut von 2 Millionen, Immobilie noch drauf für 2,3. Wenn du 1 Million frei hast bei 2%, dann darfst du 25.000 Euro im Jahr zahlen dafür, dass du in deinem eigenen Haus wohnst. Und dann muss man es eigentlich anzünden oder herschenken und sagen, Staat, nimm meine Schulden, nimm das alles, lass mich drin wohnen bitte. Also das zerstört jedes Vertrauen und vor allen Dingen musst du selber, wenn ihr eine Vermögensteuer machen würdet in Österreich, du musst es ja selber ermitteln. Und es sind nicht die Superreichen, das sind wir, der Mittelstand, der gut verdienende Mittelstand, der ist davon betroffen. Und du musst dann die Gutachter bestellen. Das sind die Uhren, das sind die Bilder, da ist der Wein, da ist der Oldtimer, da ist ja alles mit drin. Man tut immer so, als wäre es die Villa am Starnberger See, ja, oder am Gardasee oder das Loft in New York, ein Schrott, das geht um wesentlich mehr und deswegen muss man da aufpassen. Wir tun uns wahnsinnig schwer, weil selbst die Kirchen sagen, ja, wir haben eine Schere bei dem Vermögen, ja, das stimmt, und wir haben eine Schere bei den Einkommen. Nein, das stimmt nicht. Gini-Koeffizient, seit 2015 ist das nicht mehr auseinandergegangen. Da gibt es eine Gerechtigkeitsdiskussion jetzt. Soziale Gerechtigkeit. Also ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver befasst mit Aristoteles, Kant und Rawls, weil wir da jetzt auch eine Schrift mit der Hans-Eisel-Stiftung dazu machen werden und da lesen es einfach mal selber nach. Nicht, dass sie sagen, der Jäger erzählt es dir irgendeinen Schmarrn, aber Gerechtigkeit ist im Wesentlichen Teilhabe. Und gerecht ist es nicht, dass ich ihnen alles wegnehme und draußen irgendjemand gebe. Das macht vielleicht die glücklich, weil sie glauben, dadurch wird es besser, aber das ist ein Trugschluss. Im Prinzip ist es Teilhabe. Dass man den Menschen helfen muss, da gehört die soziale Marktwirtschaft wieder dazu, Rahmenbedingungen schaffen, Bildung, Erziehung, gute Jobs und dass ich dann Steuermodelle so habe, dass jemand sich wenigstens eine Eigentumswohnung zulegen kann, dann kann er im Alter in der Wohnung wohnen, muss nicht in Miete wohnen. Und das ist ein Thema, das wesentlich sein wird. Und wir können es momentan nicht abschätzen. Ich sage mal, das Pendel schlägt immer so ein bisschen aus. Ich glaube auch, dass der Lindner viel macht, um viel rauszuholen. Jetzt auch die CDU-CSU wieder pusht, um mehr Druckpotenzial bei der SPD ausüben zu können. Und wir können aus marktwirtschaftlicher Sicht nur hoffen, wenn es eine rot-grün-gelbe Regierung gibt, ja, dass dann die wesentlichen Elemente, die super schädlich sind für Investitionen und für Arbeitsplätze, auch die Schuldenbremse wollen die aushebeln, also Schulden ohne Ende machen. Ja, also das soll ja alles keine Rolle mehr spielen, EU-Haftungen, wir machen eine europäische Arbeitslosenversicherung, Dinge, die eigentlich absurd sind, dass ich für einen Portugiesen, ich habe eine Arbeitslosenversicherung in Deutschland, ich muss nicht für Portugiesen noch als Deutscher oder als Österreicher eine Arbeitslosenversicherung zahlen. Ja, das ist aber die Idee, die dahinter steckt, die Bankenhaftung. Das ist die Idee, die bei den Grünen und bei der SPD bei uns in Deutschland dahinter steckt. Und wenn das zum Erfolg führen würde, dann kannst du kurzfristig aufgrund der Situation in Deutschland, ich habe mir das auch rausgeholt, auch mal mit dem öffentlichen Schulden. Da kann ich auch immer die WKÖ kann ich nur empfehlen, dass man sich da die Grafiken auch anschaut. Wer es nicht parat hat, aber du kriegst es von mir sowieso. Wir liegen in Deutschland bei 71,2% Verschuldung. Wir haben mal die 60%-Grenze erreicht gehabt, also die Maastricht-Kriterien.
bei der Finanzkrise waren wir weit über 80. Also ist es eine Lüge und es ist nicht wahr zu behaupten, Deutschland hat jetzt ein Schuldenproblem wegen Corona. Wir haben eine deutlich höhere Verschuldung gemessen am Bruttosozialprodukt, an der Leistungsfähigkeit Deutschland schon gehabt. Da sind wir weit weg, 10 Prozentpunkte. Bei den Steuereinnahmen ist es genauso. Und da wäre ich, muss ich sagen, richtig, richtig grantig. Das ist auch nicht von mir die Steuerschätzung. Googeln Sie es, dann kriegen Sie von Statista die Zahlen, können Sie frei runterladen. November 20 und Mai 91, das kommt immer im November und im Mai bei uns die Steuerschätzung. Natürlich war Corona eine Zäsur. Wenn man in Deutschland wie in Österreich alles zusperrt, ja, wo soll da was herkommen? Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich nicht mehr einkaufen kann, wenn ich nicht mehr reisen kann, wenn alles zugesperrt wird. Natürlich haben wir einen Einbruch bei den Steuereinnahmen gehabt. Das war im Jahr 2019 hatten wir Steuereinnahmen, Rekordeinnahmen in Deutschland von 799 Milliarden, 3 Punkt, Punkt, Punkt. Ich runde jetzt ein bisschen ab. So, und 20 sind wir auf 728 runter. Wir haben aber 2021 450 Milliarden Schulden allein der Bund aufgenommen. Obwohl die Steuereinnahmen gerade einmal 70 Milliarden runtergegangen sind, weil wir ja viel verteilt haben, wo diese Mittel gar nicht komplett verteilt worden sind. Der Freistaat Bayern hat 20 Milliarden aufgenommen und 20 Milliarden Ermächtigung für Haftungen. Wo ich von der, kann ich ja sagen, Freie Wähler zu mir gesagt haben, aus dem Landtag, Herr Jäger, da müsst ihr bitte schauen, helft uns, das Geld wird verteilt. Wir müssen jetzt aufpassen. Und eigentlich als Marktwirtschafter musst du ja Effizienz haben. Wenn du investierst, muss es den höchsten Output geben für uns, damit wieder viel zurückkommt. Das soll ja nicht konsumtiv sein. Bloß weil das Geld da ist, tue ich jetzt mit Perlmuttmuscheln meine Einfahrt herrichten. Was ja vollkommen unsinnig ist, weil ich mit dem Auto nur mal drauf fahren kann, weil es dann brechen. Also das ist aberwitzig, was da an Ideen rumkursiert. Und wir haben eine riesige Verschuldung und trotzdem sind wir nur bei 71%, 71,2%. Und bei den Steuereinnahmen, die Steuerschätzungen vom BMF, vom Bundesministerium der Finanzen, geht für dieses Jahr von 773 Milliarden aus. Das sind ungefähr knapp 20 Milliarden weniger als 2019. Ich weiß aber von den Finanzämtern, weil ich näher dran bin, dass wir über den Rekordeinnahmen zum gleichen Zeitpunkt 2019 jetzt schon liegen. Jetzt, weil die Wirtschaft sich erholt, natürlich haben die Leute konsumiert. Und wenn man uns lässt, dann funktioniert das auch. Das heißt, wahrscheinlich werden wir schon sehr nah in Deutschland alleine, und das müsst ihr für Österreich dann auch mal schauen, an die Rekordeinnahmen kommen. Und nächstes Jahr toppen wir das auf jeden Fall, das sagt das BMF, da liegen wir bei 812 Milliarden, 2023 bei 8,48, 2024 bei 8,85 und jetzt kommt es 2025 bei 9,17. Da haben wir dann 150 Milliarden pro Jahr höhere Steuereinnahmen in Deutschland. Und wer jetzt sagt, wir haben ein Einnahmeproblem, der hat entweder keine Ahnung, er führt die Leute hin, das Licht, oder er lügt. Alles andere ist nicht zutreffend. Das sind Zahlen vom BMF und nicht von mir. Und es ist eine Riesenschweinerei, weil wir natürlich eine Ausgabenorgie feiern in Deutschland. Wir brauchen fürs Klima, für die Arbeitslosigkeit, für Europa, wir brauchen für Digitalisierung, fürs Gender, wir brauchen auch für meinen Hund, ich habe einen Labradoodle, das ist eine Hybridkreuzung, da werden wir auch Mittel brauchen, weil die haben eine Existenzberechtigung und wenn sie einen Hamster haben, der eine grüne Farbe hat, brauchen wir da auch noch Geld. Bitte, das ist wichtig. Man muss halt Prioritäten setzen, der Unternehmer muss doch auch Prioritäten setzen. Aber wenn ich nicht dafür hafte, ich sage, das ist doch ganz egal. Und dann immer hinten, wenn die Reichen endlich ihre Steuern zahlen würden, dann könnte man das alles machen. Wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. Das haben wir nicht. Es ist nicht wahr. Und dann sagt man auch, der Soli, das ist so eine Besonderheit bei uns, Solidaritätszuschlag, ist eine zweckgebundene Abgabe. Steuern sind allgemeine Einnahmemittel. Das siehst du in Deutschland bei der Kfz-Steuer, weil die hat einen bestimmten Betrag X. Das geht aber nicht alles in die Straße, sondern damit finanzieren wir auch die Bahn und andere Ausgaben, Renten, sonst was. So. Steuern sind allgemeine Einnahmen. Der Soli war zweckgebunden. Für den Wiederaufbau Ost. Kein Euro geht da mehr rein. Seit letztem Jahr. Kein Euro mehr. Und trotzdem müssen wir den Soli zahlen. Und da sagt der Scholz, ja, 90% werden entlastet. 10% müssen zahlen, das sind die Besserverdiener wie ich. Dass das aber zweckgebunden war, der Zweck fällt weg. Sie vermieten ein Objekt hier in der Grünanger Gasse 3. Des Objekts gibt es nicht mehr und verlangen aber dann noch die Miete von jemandem. Da kriegen sie aber vor Gericht eine drüber gezogen, sagt der Richter, das ist jetzt ganz nett, Herr Jäger, aber irgendwie müssen sie schon schauen, sie können doch nicht für eine Sache, die sie nicht haben, noch Geld verlangen.
Und genau das passiert hier. Und es ist unehrlich, weil man so tut, als würden die Reichen ihren Beitrag nicht zahlen. Das ist eine reine Mittelstandssteuer, Unternehmenssteuer bei uns, weil die muss ja jeder zahlen. Und die trifft dann also die GmbHs, die Privaten, jeden. Und die, die ein bisschen über 60.000 verdienen, zahlen das dann voll. Und da muss ich sagen, dann gehört es abgeschafft. Dann muss man halt sagen, okay, ich will die Steuern erhöhen, ich mache ein Programm, was es früher mal gab, mit Rot, mit den Schwarzen. Da gab es ganz klare Positionen, aber die haben sich heute so schön vermischt, dass man keine Identität mehr hat. Und die Politik verkauft so, als würden die Reichen ihren Beitrag nicht leisten. Das können Sie bei uns wunderbar nachlesen, dass halt die unteren 6% am Gesamtaufkommen bei der Einkommensteuer die unteren 50% nur beitragen. Das heißt, ab 18.000, da bist du schon dabei, gehörst dann schon zu den Wässern ab 30.000. Das heißt, die mehr verdienen, leisten auch bei uns mehr. Das ist ein ganz normales Prinzip bei uns mit dem linearen, progressiven Tarifverlauf. Die leisten einfach schon mehr. Und natürlich hast du Superreiche in Deutschland, die habt ihr in Österreich auch, aber glauben Sie wirklich, glaubt einer in dem Raum, dass du die mit einer Erhöhung der Einkommensteuer, mit einer Erbschaftssteuer kriegst? Vielleicht einmal, dann kratzt es hier so ein bisschen, dann ist der Lack ein bisschen weg und ich schwöre Ihnen, das Geld kommt nie wieder zurück nach Österreich. Die Arbeitsplätze gehen gleich mit, weil ich nur dahin gehe, wo ich Vertrauen habe und wenn mir einer meinen Geldbeutel will. Wir können über Gewinne immer reden. Ich bin ein Marktwirtschaftler. Wir können über Gewinne immer reden, dass man darauf Steuern zahlt. Aber bitte nicht in der Substanz. Und was da gemacht wird, da werden Gruppen von Menschen gegeneinander ausgespielt. Die sogenannten Schwächeren, die sowieso gar keine Einkommensteuer, Lohnsteuer zahlen in Deutschland, die ich nur über Transfers kriege und deswegen wollen die Grüne und die SPD bedingungsloses Grundeinkommen, Respektrente. Natürlich muss einer, der wenig verdient hat, eine gescheite Rente mal kriegen. Aber Sie müssen die Mechanismen dahinter verstehen. Wenn einer in ein System gar nicht einzahlt, wenn einer keine Lohnsteuer zahlt oder kaum, kann ich ihn nicht entlasten. Der wird die Parteien, die eine Entlastung versprechen, nie wählen. Wenn aber die Politik sagt, du kriegst von mir eine Transferleistung, du kriegst jetzt jeden Monat 1200 Euro Respekteinkommen, können Sie mal ausreden bei 80 Millionen Menschen, wie viel das ist und wie viel Steuereinnahmen wir haben. Also die können nicht rechnen, aber es macht ja nichts. Dann ist das ja schon mal ein Programm. Und diesen Köder, wenn einer schluckt, dann weiß er nicht, dass er selber eigentlich der Fisch ist, der ja gefangen wird. Ja, und das ist das große Problem. Und wir zerstören Marktwirtschaft. Und das ist, sage ich mal, der Bereich, jetzt sage ich mal, von der Wahlanalyse, was das für Europa bedeutet. Ich habe das Giftliste der EU genannt. Ich bin da immer sehr direkt. Das muss man auch sein, weil alles andere ist nicht sinnvoll. Wir haben auch mal sowas gemacht, ich habe das da jetzt nicht raus, da hat der Tabakverband mitgeholfen, Eurostat, also es sind nicht meine Zahlen, habe nicht ich ermittelt, sondern Eurostat, das ist so ein ganz unseriöser Haufen, der für die EU-Kommission das alles macht, also zynisch gesagt, also wenn die nicht richtig rechnen können. Zeigt auch, der linke Balken, ich will jetzt keine PowerPoint-Präsentation machen, nur einfach mal ein bisschen provozieren auch. Das sind immer die Steuereinnahmen, was gestiegen ist. In ganz Europa sind die Steuern gestiegen, die Einnahmen. Auch in Österreich sind die Steuern gestiegen, bis auf das Corona-Jahr. Und das ist Fakt. Wir haben kein Einnahmenproblem. Das ist Fakt. Und natürlich habe ich Länder, die sorgloser umgehen und ich habe Länder, die ein anderes Problem haben mit Korruption, mit Haushaltsdefiziten, da gehören auch die Griechen und andere dazu. Ja, aber wenn man sich genau anschaut, die Big Player, da haben wir alle höhere Einnahmen gehabt. Also zu sagen, wir haben nicht genügend Einnahmen, ist einfach falsch und ist nicht wahr. Und Sie müssen selber für Österreich sich anschauen, was die Steuerbelastung angeht. Ich habe das ja hier, aber das wäre jetzt Eulen nach Athen tragen. Sie wissen selber, warum auch der Kurz die Idee hat, die Steuern zu senken. Und machen Sie das bitte, weil das macht uns Feuer unter den Hintern. Die Steuerreform in Österreich habt ihr auch nur gekriegt, weil die Slowakei damals 3x19 gemacht hat und dann hat es in Österreich gebrannt und der Wettbewerb hat funktioniert und was war das Ergebnis? Die Steuern, die in Österreich und vor allen Dingen in der Slowakei gesenkt worden sind, haben nicht zu den Einnahmeverlusten geführt und diese erhöht haben nicht zu den Mehreinnahmen geführt. Insgesamt war die Reform aber nach einem Jahr schon finanziert und dann hat es Mehreinnahmen gegeben, weil das diese Lafferkurve ist, das brauche ich nicht erzählen, wenn die Belastung hoch ist und ich gehe runter, habe ich mehr Anreize. Ja, wenn natürlich ich mit 10% Steuer, wie in Bulgarien, ob ich jetzt auf 9 senke oder auf 8 senke, da werde ich keinen großen Effekt mehr haben. Ja, aber da bin ich jetzt wieder nicht hardcore
ja, auch Hayek und andere, wenn ich sage Flat Tax, sage ich, das Existenzminimum muss steuerfrei sein, wenn einer nur 1.000 Euro hat und ich sage, du musst jetzt 10% zahlen, das ist blöd, dann kann er davon nicht leben, dann müsste ich dem wieder was zahlen. Also sagen wir, Existenzminimum muss freigestellt sein. Das ist ein bisschen eine Abweichung in der Lehre. Ich hoffe, du hast mich, schließt mich trotzdem noch ins Nachtgebet mit ein. Aber das ist halt so, da bin ich halt der deutsche soziale Liberale. Marktwirtschaft. Genau, ist es ein bisschen schwierig. Als echte Liberale bete ich jeden Tag. Ja. So, und da gibt es dann Themen, die müssen Sie wissen, wenn also jetzt halt Rot, Grün, Gelb kommt und die Gelben nicht die Bremse reinhauen. Was hat das für eine Auswirkung für Europa? Jetzt könnten Sie sagen, naja, mein, wir haben ja die Einstimmigkeit, gar keine. Mit Hilfe der ÖVP und der CDU-CSU wird eine Initiative weiter vorangetrieben, die Einstimmigkeit in wesentlichen Finanzfragen aufzugeben. Und ich kann nur sagen, macht es den gleichen Fehler nicht wie letztes Jahr, wo sich Österreich hat kaufen lassen, wo es erst hieß, wir werden nur Kredite vergeben, wir wollen keine Zuschüsse und ihr seid umgefallen wie die Holländer. Ich habe so auf euch gehofft und ihr seid umgefallen wie eine Fahne im Wind. Wusch, war es weg. Und wenn das da auch passiert, dann kann man sagen, nein, wir sind doch Demokraten, müssen wir Mehrheitsbeschlüsse haben. Ja, mit dem Brexit. Gibt es die Sperrminorität, 35%, habe ich dazu auch schon publiziert, die gibt es nicht mehr. Deswegen sage ich immer unseren ganzen Supergeschafftern in Europa, bitte, wenn ihr das machen wollt, als allererstes müsst ihr das Abstimmungsverfahren ändern. Und dann können wir drüber reden, ob wir die Einstimmigkeit abschaffen. Aber ihr schafft die Einstimmigkeit ab und dann wollt ihr danach das Abstimmungsverfahren ändern. Ja, klar. Super, da machen die Südländer hundertprozentig mit. Ja. Das ist so, wenn man 100 Wurst hinlegt und geh raus, sagt, das frisst jetzt nicht bis zum Abend. Ja. Das ist ziemlich naiv, um es vorsichtig zu sagen. Und das ist die Realität, das haben die vor, weil natürlich in Europa immer eine Bremse war. Ich konnte ein Jahr lang nicht nach Brüssel. Und die haben Tabula rasa gemacht, die haben uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Man hat uns dann gesagt, die 750, 800 Milliarden, einmalig, Next Generation, einmalig. Geht auf meine Europa-Internetseite, S&D hat einen offenen Brief an die von der Leyen geschrieben, das brauchen wir permanent. Und die von der Leyen, übrigens eine Konservative, da kriege ich wieder einen Würgereiz über sowas, schlägt Billionenprogramme vor, also 1.000 Milliarden für Arbeitslosigkeit, für Digitalisierung. Ja, wer soll das bezahlen? Das funktioniert nicht. Und die wollen natürlich jetzt, die EU hat jetzt einmal Blut geleckt und die wollen natürlich jetzt an die Fleischtöpfe, jetzt können die verteilen. Und ich habe mir die Grundsatzrede angehört, wie die von der Leyen im Parlament das erste Mal gesprochen hat. Und ich weiß, was die ungarischen Sozialisten und Linken gesagt haben, endlich können wir das tun, was wir immer versprochen haben, wir können endlich gestalten und Geld verteilen. Und Geld verteilen ist ja nett. Aber es muss halt effizient sein. Nur Geld zu verteilen, weil es da ist, ist ziemlich ungeschickt. Und das passiert jetzt. Also dieses Next Generation, das einmalig war, das übrigens erst im übernächsten Finanzrahmen angefangen werden soll, zurückgezahlt zu werden, also 58, da weiß ich nicht, ob ich noch da bin. Ja, die es dann mal entscheiden, wissen gar nicht, was damals beschlossen worden ist. So lange wollen die brauchen, bis man es zurückzahlt. Übrigens auch in Deutschland gibt es Länder, die 50 Jahre jetzt ihre Schulden dann erstmal dann zurückzahlen wollen. Das ist ein Zeitraum, das ist praktisch ein Bekenntnis, dass ich es gar nicht zurückzahlen will. Da kann ich nur noch auf hohe Inflation hoffen, dann sind die Schulden eh nichts mehr wert. Also das ist nicht in Ordnung. Und da haben wir auch damals gesagt, das geht so nicht. Das muss zweckgebunden sein. Das ist uns alles versprochen worden. Bitte, wir müssen jetzt und wir müssen retten. Haben wir alles gemacht. Es war auch wichtig, in der Corona-Zeit zu helfen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Wir haben auch viel zu viel Bürokratie gehabt. Das hätten wir über die Finanzämter bei uns auch viel besser lösen können. Weil die müssen ja Steuererklärung abgeben, weil bei uns war der Antrag ja so deppert. Aber das ist ein anderes Thema, das wir Abend fühlen, da könnt ihr mich auch ärgern. Aber das Thema, das kommt jetzt, das hängt vor uns und können wir froh sein, dass es die Einstimmigkeit noch gibt. Und man möchte auch die Steuern entsprechend auf einem Niveau haben und deswegen möchte man auch da die Einstimmigkeit weghaben. Man möchte Mindeststeuern in Europa, weltweit. Und dann führt man jetzt den Biden an und die Yellen, also Finanzministerin von den USA. Der Biden macht das nicht, weil er auf einmal für einen fairen Steuerwettbewerb ist. Der hat auch eine Ausgabenorgie in seinem Land laufen und der hat ein Investitionsdefizit,
brauchen nur mal über Land fahren, machen sich den Spaß und nicht in den großen Staaten, sondern da weichen sie mal ab. Das ist fast schon wie in Osteuropa, wenn sie auch in der Hauptstadt einmal 2 Kilometer zur Seite fahren, wo dann die Oberleitungen kaputt sind und das Wasser nicht funktioniert. Das Problem hat der und da will der ein Billionenprogramm aufsetzen. Und da sagt er halt, das werde ich jetzt über Steuern finanzieren, ob das so funktioniert. Ich hätte halt Anreize geschaffen, dass die Leute investieren. Bin kein Trump-Fan, sicher nicht, aber da hat seine Reform funktioniert. Und die erhöhen jetzt 8% die Steuern. Und deswegen haben die eigentlich vorgeschlagen 25% Mindeststeuern. In Deutschland hast du 15% Körperschaftssteuer plus die Gewerbesteuer. In Toto sind wir bei 30. Wenn wir 25 hätten, dann haben wir 40% Steuern, dann ist das Ende angesagt. Dann hättest du vielleicht noch die Vermögensteuer, dann sagst du besser zum Staat, gib mir, was du glaubst, ich gebe dir alles, was ich habe und du alimentierst mich, wir machen jetzt Planwirtschaft. Das wird nicht funktionieren und deswegen will man sich jetzt einigen auf die 15%, auf die 20% und ich kann auch hier nur sagen, wir öffnen hier die Büchse der Pandora. Wir werden die Mindeststeuern einführen mit 15%, am besten weltweit. Und dann wird man auch über eine Bemessungsgrundlage diskutieren. Sie haben vorzügliche Abschreibungsmöglichkeiten in Österreich wie auch in Deutschland. Wir sind eine Steueroase. In dem Kreis kann ich das ja ruhig mal sagen. Wenn Sie eine gemeinsame konsolidierte Bemessungsgrundlage haben, die nun eine bestimmte Abschreibung erlaubt, können Sie in Deutschland, in Österreich, in den Ländern, die mehr gemacht haben, die höhere Sätze hatten, können Sie das nicht mehr. Das heißt, bei uns in Deutschland wird ein Mindeststeuersatz von 15, den wir heute haben, mit der neuen Bemessungsgrundlage zu einer höheren Belastung für Unternehmen führen. Das ist ganz einfach, kann ich beweisen, aber ich rede mal da den Mund fusselig. Das interessiert momentan keinen Journalisten. Das interessiert witzigerweise die Unternehmer auch nicht. Weil die müssten ihren Politikern eigentlich, egal ob grün, ob blau, ob gelb, welche Farben es alles gibt, in den Hintern treten und sagen, nee, das macht's ja bitte nicht. Und der Steuerwettbewerb wird aufgehoben. Wenn wir uns jetzt hier als Unternehmer in dem Raum abstimmen und sagen, wir nehmen jetzt alle einen Preis, dann tritt uns das Kartellamt in die Weichteile, dass es rauscht. Bei den Steuern darf man das. Die beginnen, einen Mindeststeuersatz einzuführen und der wird nach oben gehen, weil ja dann keiner mehr auskommt. Und das ist ganz gefährlich und ich bin für Wettbewerb, auch im Wettbewerb der Steuersysteme. Wenn die Slowakei Flattax hat, wenn Estland Flattax hat, ja, dann ist das super. Wenn ihr eine Flattax einführt, ist das auch gut. Wir haben halt einen linear progressiven Tarifverlauf, den ich persönlich für schlecht empfinde, aber nicht wegkriege, weil das soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit ausdrückt. Also, schwieriges Thema. So. Und da werden wir aufpassen müssen, weil wenn die Einstimmigkeit fällt, und da hoffe ich auf Österreich, dann ist das Ende für die Länder, die zahlungskräftig sind. Für die, die Nehmerländer sind, ist es super und die sind in der Mehrheit und wir werden keine einzige Abstimmung mehr mit einer 35% Sperrminorität blockieren können als Nordländer. Können Sie ja nachrechnen, dazu habe ich auch auf der Taxpayer-Seite, ich schicke dann die ganzen Links einmal auch noch dazu, das ist jetzt schon wieder ein bisschen älter, aber inhaltlich hat sich das nicht verändert, da habe ich vor 2-3 Jahren schon dazu geschrieben. Und ein Beispiel dazu auch mit der Giftliste, Digitalsteuer. Da sagt jeder, ja, die, auch Österreich, die Digital. Die sollen doch jetzt endlich Steuern zahlen. Ja, ein Schrott, die zahlen Steuern. Vielleicht nicht so viel, wie ein Finanzminister will. Die zahlen auch in den USA Steuern. Der Tesla hat gar keine Steuern gezahlt, genauso wie hier ein Unternehmen. Wenn ich einen Verlustvortrag habe, weil ich investiere, dann kriege ich einen Steuerscheck, dann habe ich halt einmal investiert und habe dann die Möglichkeit, einen Verlustvortrag zu machen. Und die zahlen Löhne, die zahlen nämlich Lohnsteuer. Und dazu habe ich auch ein Papier gemacht, wie viele Mitarbeiter, wie explosionsartig das gestiegen ist, auch in Deutschland. Dann sagen mir die Grünen wieder, ja, aber das Lohnniveau von denen ist viel zu niedrig. Darüber reden wir jetzt nicht. Das ist eine Frage der Tarifparteien, wenn sie tarifär organisiert sind. Aber die zahlen Lohnsteuer. Wenn das Unternehmen jetzt selber Kosten hat, dann sage ich, wenn man sowas machen würde, so wie die es jetzt eigentlich wollen, dass die Unternehmen das nicht dürfen, dann müsste ich eigentlich die Höhe der Löhne auch beschränken. Dann müsste ich die Ausgaben der Unternehmen auch in der Form, in der Konsequenz, was die EU eigentlich jetzt macht, werden wir irgendwann dazu kommen, dass wir nicht mehr marktwirtschaftlich agieren dürfen, sondern man sagt, das, was grün ist, Green Deal, das, was konform ist, was uns entspricht, was wir politisch als Mainstream haben, das darfst du noch absetzen. Das ist ähnlich wie bei euch mit den Fahrzeugen. Bei uns war das bislang nicht beschränkt, wo man dann die Grenze mit den 50.000, 60.000 Euro hatte, wo es als Betriebsausgabe nicht mehr anerkannt war. Das finde ich ist unmöglich. Ich finde es auch unmöglich, wenn über Vorstandsgehälter diskutiert werden, wenn eine AG das bezahlt.
Wenn die so blöd sind, ihrem Vorstand 30 Millionen zu zahlen, für das, dass er eine Flasche ist, dann ist es eine Sache der Aktionäre, den rauszuschmeißen. Das geht dem Finanzminister Mist an. Der kann ja nur die Finger sich abschlecken, wenn er in Deutschland ist, weil dann kriegt er 50%. Ja, wie bescheuert ist denn der, dass er sagt, das ist unredlich, das ist nicht mehr gerecht. Natürlich ist das ein Humbug und da können wir über alles reden, aber das sollen doch bitte die machen, aber das wird jetzt politisch gelöst, was eigentlich gar nicht die Aufgabe der Politik ist. Aber das tut die Politik gerne. Da wird sie gerufen und stürzt sich wie ein Piranha auf das rohe Fleisch im Wasser und frisst sich satt und vernichtet praktisch die Kuh, die eigentlich noch Milch geben sollte. Und da muss man eben aufpassen. Und die Digitalsteuer ist eines der besten Beispiele. Eine 3%ige Digitalsteuer auf den Umsatz. Weil Digitalunternehmen ja keine Kosten haben. Wer von Ihnen im Raum glaubt, dass Digitalunternehmen keine Kosten haben, der kommt mit mir nach München und wird unten in unserem Apartment eingesperrt und wird gut verwöhnt mit Wein, mit Bier, mit allem und muss jeden Tag Marktwirtschaftsbücher lesen, muss die Bilanzen lesen von den Unternehmen und erst wenn er es begriffen hat, was Kosten, was Einnahmen, was Ausgaben sind, dann darf er wieder raus. Also das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Und selbst Amazon, die haben teilweise unter 3% Umsatzrendite. Das Entscheidende ist ja, was ich für eine Umsatzrendite habe. Das Entscheidende ist doch gar nicht der Umsatz an sich. Das Entscheidende ist doch, was mir am Schluss Vorsteuer bleibt. Ja, und es gibt Unternehmen, die haben dann 6, 10, 12, 15% jetzt einmal gehabt. Aber gerade Amazon und andere, das können Sie in meinem Papier auch nachlesen, hatten das nicht. Das heißt aber, wenn ich jetzt eine 3% Umsatz-Digitalsteuer mache und die haben nur 2% Umsatzrendite, dann habe ich schon wieder eine Substanzbesteuerung. Da kannst du nur hoffen, dass die steuerlich abzugsfähig ist im Doppelbesteuerungsabkommen, dass das anerkannt wird, weil sonst zahlst du auf die 2% deine nationale Steuer auch nochmal. Und so ist es so schade und so traurig, dass diese wichtigen Themen vollkommen unreflektiert wiedergegeben werden. Wir haben letztes Jahr mit dem Führacker, du wirst dich erinnern, deswegen habe ich das auch mir aufgeschrieben, in dieser Tour de Raison. Der Führacker hat dann gesagt, der Finanzminister, ich weiß, Herr Jäger, Sie haben recht. Aber helft es mir bitte, wir müssen das Thema raushalten, sonst wird es ein Wahlkampfthema. Die Digitalsteuer war kein Wahlkampfthema, die steht zwar in den Programmen drin, aber es wurde nicht thematisiert, weil die das vorher schon gesagt haben, wir brauchen eine internationale Lösung, OECD. Die haben das rausgenommen, weil sonst die Grünen und die Linken das, schau, die wollen, dass die reichen Unternehmen noch fetter werden, weil die auch den Umsatz, das ist ja auch so, wir haben einen, ich bin auch im Journalistenverband, aber ich sage mal, ich bin auf der richtigen Seite, ich kämpfe für die Marktwirtschaft, ist eher auch anwesend, immer ausgenommen. Da muss ich schon sagen, die verwechseln Umsatz mit Gewinn. Wenn wir Elon Musk, Milliarden, das ist ein Aktienpaket, wäre, ja, so ein Scheiß auf dem Papier, ja, in dem Moment, wo er stirbt, wenn er es verkauft, ist es nichts mehr wert. Wenn Sie eine Personen-AG haben, habe ich oft genug in meinem Umfeld, wo ich immer gesagt habe, bitte strukturiert das anders um und es ist sehr auf eine Persönlichkeit fokussiert. Wenn der stirbt, ist das Unternehmen an dem Tag nur noch die Hälfte wert. Das Finanzamt freut sich, weil an dem Tag des Ablebens der Aktienkurs gemessen wird und davon zahlt dann die Erbschaftssteuer bei uns. Das ist natürlich klasse, das ist super. Und da muss man eben aufpassen, deswegen müssen wir, und da werden wir auch jetzt härter ins Gericht gehen mit der Politik, das ist mir auch wurscht, ob ich in Facebook, ich stelle meinen Facebook-Auftritt jetzt neu auf, ich habe das eigentlich nicht mehr gepflegt gehabt, weil ich das unmöglich fand, aber jetzt fange ich komplett neu an und sollen es mich ans Kreuz nageln, das ist mir ganz egal, weil wir müssen noch mehr beginnen, dagegen zu halten. Die Vernunft, die Marktwirtschaft, die Ökonomen müssen dagegen halten. Ja, und das ist wie mit einer Schuldenbremse. Wir haben Ökonomen, die finden das jetzt ganz klasse, wenn man Schulden macht. Ich sage, das ist ja in Ordnung, wenn wir über Investitionen regeln. Aber du kannst bei uns in Deutschland zum Beispiel in Krisenzeiten, hast du wie in Corona die Chance gehabt, dann muss ich sagen, 450 Milliarden Schulden zu machen. Also das ist schon eine hohe Flexibilität bei 2000 Milliarden Schulden insgesamt, dass man schnell 25% Schulden machen kann, finde ich eine sehr hohe Flexibilität. Also die hat funktioniert. Finanztransaktionssteuer ist genau das Gleiche. Wenn du das singulär in Europa einführst, geht das Geld, werden die Geschäfte halt woanders abgewickelt. Und du erziehst die Leute auch wieder mit einer Erbschaftssteuer, Vermögensteuer dazu, was wir schon mal hatten in Deutschland, dass ihr Leute ihr Geld, das sie versteuert haben, das ist einmal versteuert worden, davon gehe ich aus, ins Ausland bringen und retten. Du trägst es dann immer auf die Bank, weil du dem Staat ja nicht trauen kannst. Und das ist eine ungute Situation, weil das Geld fehlt ja für eine Investition. Es ist viel besser, den Kuchen größer zu machen, Umsätze zu generieren, Gewinne zu generieren und dann Steuern zu zahlen. Plastiksteuer war so ein Thema. Habe ich auch dazu geschrieben. Es gibt 10 Flüsse, die Plastik reinpumpen ins Meer. Kein einziger ist in Europa.
Ja, 2 sind in Afrika, die anderen 8 in Asien. Da war meine Bitte an die EU-Kommission, an die Abgeordneten, wisst ihr, was er als erstes macht? Verbietet doch mal die Ausfuhr von Abfallplastik in diese Länder. Das wäre schon mal ein Riesenerfolg. Und das ist auch ein Placebo, das ist eine Einnahmegeschichte. Die Finanztransaktionssteuer, die Plastiksteuer, wird bei uns für die Renten, die wir noch gar nicht bezahlen, mit verwurschtelt schon und soll auch für Corona herhalten. Also ich finde das spannend, das sollten wir uns dann auch mal anschauen, wie oft die gleiche Steuer die irgendwas jetzt herhalten soll. Das ist mega spannend. CO2-Steuer ist ein Thema, die kommt und soll weiter vorangetrieben werden. Wir waren für einen Zertifikatehandel, weil ich eigentlich ein dummer Ökonom bin. Ich sage, das ist ja ganz toll, ich kann es mal leisten, die CO2-Steuer. Da macht es recht hoch, dann sind die Autobahnen frei, dann kann ich fahren. Der Arme kann sich nicht leisten, das haben sogar die Grünen gemerkt und die SPD und kam dann auf die glorreiche Idee, da müssen wir jetzt einen Ausgleich zahlen. Wir machen eine CO2-Steuer und automatisch kriegen die armen Menschen, die es sich nicht leisten können, kriegen dann ein Geld. Das sage ich, seid jetzt total deppert und die Verwaltung kostet dann noch Geld. Was wäre ökonomisch der richtige Weg? Ich mache einen Zertifikatehandel und beschränke die Emissionen. Dadurch entsteht ein Handel, dadurch entsteht ein Preis. Dieser Preis wird am Markt wieder einkassiert. Und dann fahre ich Schritt für Schritt runter mit den erlaubten Emissionen. Da können wir auch, gehöre ich auch dazu, ich heiz mit Heizöl, weil bei mir ist das nicht anders möglich. Ihr könnt mit Gas, das finde ich genauso schlecht. Alles andere wäre nicht angeschlossen. Also ich bin da mal gespannt, was mit mir da mal machen und meiner Straße. So, aber dann setze ich das rauf von den Preisen. Automatisch durch den Markt und nicht durch den Staat. Die CO2-Steuer geht bei uns in den Bundeshaushalt. Und glaubt einer in dem Raum, dass das dann 1:1 für grüne Sachen investiert wird? Da lache ich drüber. Sicher nicht, weil Steuern sind allgemeines Einnahmemittel. Und das ist das Unredliche der Politik, was aber wahnsinnig, du musst doch CO2-Steuer, wir wollen doch was für die Umwelt tun. Das ist für mich ein Ablasshandel. Das ist nichts anderes als ein Ablasshandel. Auch die Bild-Zeitung hat es damals geschrieben, da habe ich auch gedacht, jetzt ticken die anderen mal richtig. Wir müssen was für die Umwelt tun, also machen wir eine CO2-Steuer. Wir müssen was für die Umwelt tun, also tun wir Plastik. Das Verhalten von uns ändert etwas. Und nicht, ich habe schon gesehen, ja, das Verhalten ändert was. Und nicht die Steuer. Mit Steuern ist ein ganz gefährliches Unterfangen. Schließen möchte ich jetzt mit einem, weil der Bereich Gesundheit, Sozial ist, da können wir gerne noch drüber reden, wenn es einen interessiert. Das sind alles auch Dinge, die mit Ausgaben verbunden sind. EU-Arbeitslosenversicherung habe ich genannt, aber eine Sache, wo ich mir auch gedacht habe, was treibt die EU-Kommission um, indem sie eine Machbarkeitsstudie zum EU-Vermögensregister gemacht haben. Die haben ein EU-Vermögensregister, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Da frage ich mich erstens, mit welchem Recht, es geht die gar nichts an. Und die wollen europaweit am Schluss, ob das machbar ist, dass jeder sein Vermögen meldet. Offiziell Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung, ja, und Schwarzarbeit und das Ganze. Ja, da lache ich drüber. Wenn das Vermögensregister käme, erstens ist das gar nicht machbar, weil ich würde mal sagen, die Deutschen und die Österreicher sind ja sehr treu, wir würden unser Vermögen garantiert wieder melden, vielleicht sogar mehr, vielleicht wird es nur transparent gemacht, dass man auch gut dasteht vor dem Nachbarn. Ne? Das könnte ja so sein. Ja, ja. Aber können Sie sich das vorstellen? Was ist denn der nächste Schritt? Dann sagt man, das ist jetzt ungleich verteilt, jetzt müssen wir dann Ausgleich schaffen. Und da muss ich sagen, dann ist Zeit, aus der EU auszutreten und muss sagen, einen Vollstopp reinzutreten und sagen, machen wir das bitte neu mit den Ländern, die vernünftig sind. Das war ja wirklich vernünftig bis zu einem gewissen Punkt. Und uns hat immer die Einstimmigkeit geschützt. Uns hat der Trilog, dazu habe ich auch schon mal geschrieben, es gibt jetzt einen beschleunigten Trilog. Früher war Trilog, dass wenn sich die Parteien, Kommission, Rat und Parlament nicht einigen können, hat man irgendwann gesagt, bitte kommt es doch zum Ergebnis. Nach der vierten, fünften Runde findet ein Kompromiss. Heute, wie bei der Plastiksteuer, da wurden die Betroffenen gar nicht gehört, gehen die rein in die erste Sitzung und haben das Ergebnis schon ausgehandelt. Und das ist zutiefst undemokratisch. Und dann kommen halt die Grünen und holen ihre Leute, ihre Experten noch schnell mit rein. Aber die anderen, sage ich mal, die Konservativen sind da nicht so schlau, dass sie da irgendjemand durchsetzen. Dann sind am Schluss 10 Hansel, die über das Geschick von Europa entscheiden, in einem beschleunigten Trilog, weil man sich geeinigt hat. Das ist zutiefst undemokratisch. Da werden Dinge im Eiltempo durchgepeitscht und wir haben gar keine Chance mehr, eine Diskussion auch zu beginnen. Und das ist, finde ich, sehr extrem ungut. Und da können auch Dinge wie das Vermögensregister dazu. Ich will das nicht, das geht keinem was an. Es ist gar nicht machbar.
Also ich habe nichts gegen Steuerberater und Anwälte. Also da musst du ja jedem, der nur aus dem ersten Tag im Studium muss sagen, du bist jetzt Anwalt, du kannst das machen, wie soll denn das funktionieren? Wenn jeder sein Vermögen, also ich sage ja mal, der Imbissbudenbesitzer ist dann verpflichtet, sein Vermögen zu melden bei mir. Der Türke, der einen super Döner hat, der schon Probleme hat mit seiner Kasse, den du helfen musst, der soll dann sein Vermögen melden und soll das auch korrekt machen. Und Gnade dir Gott, du machst es da nicht. Also das funktioniert nicht. Deswegen, wie gesagt, alles hängt und steht jetzt mit so einer kleinen Koalition, wo ich begonnen habe. Wenn die zwei sich einigen, dann suchen die sich einen Partner aus. Wenn es falsch läuft und wenn die FDP einknickt, das ist jetzt, sage ich mal, das Zünglein an der Waage, könnte das ein Rollenmodell werden für andere Länder, dass man sagt, Schulden sind super, tax the rich. Da haben die zwar Milliarden verloren, die Franzosen, das haben sie dann gemerkt, wie dumm das war. Also mehr verloren, als sie gemeint haben, mit einer Vermögensteuer und mit einer höheren Steuer einzunehmen. Kann ich auch gerne mal schicken, auch nicht die Zahlen von mir. Aber da müssen wir halt aufpassen. Ich werde es tun, weil ich meinen Kindern das, glaube ich, schuldig bin und den nächsten Generationen, dass sie auch noch was haben, weil sonst verwalten die noch die Schulden und haben keine Handlungsfähigkeit mehr, weil irgendwann muss irgendjemand die Schulden zurückzahlen. Wir können gerne darüber reden, über einen geteilten Zinsmarkt, wir können darüber reden, ob die Superinflation dann mal die Schulden frisst, über solche Themen können wir alles reden. Aber eigentlich müssen die Schulden irgendwann mal zurück, so kenne ich Marktwirtschaft, wenn ich einen Kredit aufnehme, muss ich eigentlich irgendwann mal zurückzahlen. Und ein Modell, wo keine Effizienz mehr eine Rolle spielt, wenn ich einen Kredit will für ein Projekt als Unternehmer. Das ist auch ein Fehler durch Corona. Bitte nicht falsch verstehen. Wir haben alles bezuschusst, was wir bezuschussen können. Wir haben auch Unternehmen, die eigentlich schon tot waren, am Leben erhalten, die eigentlich keine Existenzberechtigung mehr hatten. Und wenn der eine Italiener zumacht, wie bei mir, kommt ein neuer, macht den auf. Das ist Marktwirtschaft, das haben die Leute auch vergessen. Scheitern gehört in Unternehmen dazu. Insolvenzen gehören dazu. Und das wird vergessen. Wir haben eingangs ein nettes Gespräch noch gehabt, damit schließe ich. Die jungen Leute, wie der Kühner, die keine Ausbildung haben, die haben keinen Bezug mehr zur Marktwirtschaft. Die haben auch keinen Bezug mehr zum Frieden. Die haben auch keinen Bezug zu einem Wechselkurs, was das mal war. Das kennen die nicht. Und viele haben kein Interesse mehr. Und wenn sie heute mit Jugendlichen sprechen, ob sie selbstständig werden wollen oder in einem Angestelltenverhältnis, dann sagen ganz viele, mehr als die Hälfte Angestelltenverhältnis. Ja, und dann sage ich immer, ja, aber wer beschäftigt dich? Irgendeiner muss einen Job anbieten. Wir können nicht alle Beamte oder Angestellte beim öffentlichen Dienst werden. Irgendjemand muss eine Bäckerei machen, irgendjemand muss Gärtnerei machen, sonst funktioniert das nicht. Und daran arbeite ich, dass die Unternehmer weiter Freude haben. Also ich zahle mit ungern Steuern, aber ich zahle meine Steuern. Ich weiß, dass ich es zahlen muss. Wenn sie mir zu viel wegnehmen, ärgere ich mich. Aber ich weiß, dass ich Steuern zahlen muss, weil ich den Staat finanzieren muss und auch will. Aber wir müssen gemeinsam, denke ich, jetzt schauen. Und auch gerade Österreich ist für mich immer ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass eure Steuerreform klappt, weil das gut für die Unternehmen ist. Wenn die Unternehmenssteuern gesenkt werden, das ist gut für die Angestellten. Gerade im mittleren Bereich, wenn die Lohnsteuer gesenkt wird, das ist gut, weil es einfach Kaufkraft bei den Leuten lässt. Und ich bin einer, der sagt, geben Sie das Geld aus und nicht der Staat. Mir ist es lieber, wenn Sie es ausgeben, als dass es der Staat ausgibt, weil Sie wissen, wo das Geld hin soll. Damit möchte ich schließen, es ist eine knappe Stunde jetzt gewesen. So als Tour de Raison durch Europa, durch Deutschland und alles, was Sie jetzt noch wollen. Wie gesagt, 5:30 Uhr, jetzt kommt der Zapfenstreich. Bitte schön.